Ich erzähle euch jetzt die Geschichte, wie es dazu kam, dass ich die Vogelspinne von meinem Lehrer gesehen habe. Mein Chemielehrer hatte 9 Vogelspinnen zu Hause. Und wir hatten, ich weiß nicht, im Unterricht irgendwas mit Tieren. Und dann hat er uns gefragt als Klasse, ob er sie mal mitnehmen soll. Und ganz schön viele haben ja gesagt. Und dann hat er sie mitgenommen und sogar 2. Und eine davon war ein Baby. Und die hat er sogar rausgeholt. Und die ist auf diesem Tisch da rumgelaufen. Und sie ist auf mich geklettert.